Also wir wollen über die Champions League reden. Dafür werde ich die Musik jetzt ein ganz kleines Tacken leiser machen. Es wurde viel Fitner gemacht. Es wurde viel Auge gelegt. Das gehört in diesen Streams dazu. Jetzt wird sachlich über Fußball geredet. Okay? Also, wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen eher erstmal an bei dem Spiel, was jetzt für uns deutschen Menschen nicht so ganz viel Bedeutung hat. Es sei denn, man heißt Wiska Barca. Dann hat das natürlich sehr viel Bedeutung. Habe ich mich schon mit sehr viel Liebe reingezogen in den Stadion-Vlog. Der wurde wirklich einmal in der Mitte durchgebrochen. Das hat mir auch leid getan. Ich glaube, das können wir eigentlich relativ kurz runterbrechen. Das war halt eine rote Karte, die alles hat, ne? Boah, das war wirklich bitter. Also, ich finde, im Hinspiel fand ich auch Barcelona über weite Strecken eigentlich besser. Also, das war jetzt so mein Eindruck. Ich habe fairerweise nur die Highlights gesehen und halt in einer, war das da, müsste es Konferenzspiel gewesen sein. Halt immer mal reingeguckt, aber mein Eindruck war eigentlich, dass Barca da die tonangebende Mannschaft war. Und ja, krass, ey. Also sehr, 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 sehr bitter. Aber wenn man genau hinguckt, war es kein wirkliches Foul, der legt sich dahin crazy. Also für mich war es ein ganz klares Foul, aber ich weiß auch nicht, keine Ahnung, für mich war es ein klares Foul, bin ich ehrlich. Muss ich fairerweise sagen. Wo trifft er den denn? Unten am Fuß. 100%. Gibt es die Highlights schon irgendwo? Foul, aber keine rote Karte. Doch, natürlich. Ist der letzte Mann. Ist eine glasklare rote Karte. Ist ein glasklares Foul. Ja, wenn Foul ist, ist es rot, ja. Sag ich auch. Wisst ihr, was ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte? Weil ich mir jetzt heute Morgen nicht nochmal die Highlights reingezogen habe. Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass im Rückspiel auch noch Barca geführt hat. Ach du Scheiße, das habe ich ja komplett verdrängt. Alter, ist da. Also das ist ja... Ich sag dir ehrlich, kann man bitterer aus der Champions League rausfliegen? Ohne Spaß jetzt, als Barcelona. Ich finde, bitterer kannst du nicht rausfliegen. Du gewinnst das Rückspiel, führst im Hinspiel relativ früh im eigenen Stadion. Glattrote Karte, over. Ihr müsst hier unten drauf auf den Kontakt meiner Meinung nach achten. Oben ist grenzwertig, würde meiner Meinung nach nicht ausreichen. Also kommt dann halt darauf an, inwiefern er ihn aus dem Tritt bringt. Weil man muss auch fairerweise immer sagen, viele Leute halt unterschätzen, wie sehr dich halt so eine kleine Berührung auch bei dem vollen Tempo aus dem Lauf bringen kann. Aber achtet hier unten drauf. Ich finde, also für mich ist der Grund, warum man das ganz klar pfeifen muss, ist das, was unten passiert. Also es kommt halt drauf an, welchen Schiedsrichter du fragst, ne? Wenn das natürlich gegen ein deutsches Team passiert, kann es natürlich sein, dass der Freistoß nicht gepfiffen wird, weil es ein Kids-Mistake ist. Kommt halt immer darauf an, aus welchem Land die Mannschaft kommt, die du supportest. Aber ja, bitter, Alter, ohne Spaß. Sehr, sehr bitter. Sehr, 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 sehr bitter. Kannst du halt auch, also ich finde, eigentlich macht Araujo, ich glaube, der wird ihn nicht absichtlich unten am Bein getroffen haben, eigentlich macht Araujo das oben genau richtig. So, weil als Verteidiger heißt es ja, du musst immer so ein bisschen herausfinden für dich selber, inwiefern du den Gegner mit Bewegungen, mit Berührungen aus dem Gleichgewicht bringen kannst, beziehungsweise aus dem Konzept bringen kannst, ohne dass es ein klares Foul ist. So. Und deshalb finde ich, alles, was Araujo oben mit den Händen macht, ist noch in Ordnung. Und das ist eigentlich auch aus dem Lehrbuch, dass du halt den Spieler so ein, zumindest so ein bisschen zum Straucheln bringst, ne? Aber unten die Berührung ist halt unlucky und dann finde ich es auch berechtigt, dass das ein Elfmeter ist, fairerweise. Und ansonsten, ja, bitter, ey, ne? Vor allem dann halt der Elfmeter. Super, super, super bitter. Ja, das ist halt leider, manchmal hast du solche Tage, wo einfach Spieler, die eigentlich auf einem absoluten Top-Niveau sind, und das sind Araujo und Cancelo, einfach zwei Blackout-Momente hatten, ne? Und die hatten sie halt einfach. Belastend. Ist halt Paris unnötig stark gemacht. Ich fand halt eigentlich, war Mbappé, er war schon Aktivposten in den Spielen, aber würdet ihr jetzt sagen, Mbappé hat zwei gute Spiele gegen Barcelona gemacht? Ich würde halt sagen, nee. Er hat eine Chance gegen Ter Stegen, die er absolut unterirdisch abschließt, wo er ihm gefühlt komplett auf den Oberschenkel schießt, mittig, wo Ter Stegen so sagt, so ja, danke, dass du so kacke schießt. Und er kriegt da halt gestern einfach absolut zwei Tore donated, ne? Das eine Tor kriegt er von Koundé, das andere ist ein Elfmeter, das macht er halt wirklich gut. Aber, also ich finde, Barcelona, und das ist halt das Bittere daran, hat es eigentlich so gut gemacht, weil die halt PSG ihrer größten und einzigen Stärke genommen haben, ne? Und das ist halt Mbappé. Und die haben dem Mann so wenig Räume gegeben. Also eigentlich finde ich, wenn du dir die Spiele anguckst, hat Barcelona anderthalb Spiele richtig gut gespielt. Und dann haben halt mit der roten Karte, was waren es denn insgesamt, 60, 70 Minuten gereicht, um ja, in Unterzahl da rutschen zu gehen. Eher nicht, aber im Endeffekt steht er mit zwei Toren da und war da, wenn er gefragt war.
Absolut. Das ist eine absolute. Also will ich ihm gar nicht absprechen, weil das ist eine absolute Qualität. Also ich bleibe ja dabei, ich fand sowohl bei Messi als auch bei Ronaldo immer extremst dumm, wenn Leute die Penaldo oder Pessi genannt haben. Weil so, ja, Junge, Elfmeter musst du halt auch erstmal reinmachen. Es gibt einen Grund dafür, warum das bei manchen Spielern eine absolute Qualität ist. Auch dann einfach diesem Druck in diesen wichtigen Spielen standzuhalten. Also ich sage euch zum Beispiel ehrlich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wer, also angenommen, ich krieg eine Frage, Broski, du wirst vor eine Wand gestellt und erschossen. Und ich kann einen Elfmeter retten. Wenn der Spieler den Elfmeter reinmacht, verschone ich dein Leben. Dann gibt es einen Grund dafür, warum ich wahrscheinlich in der allerheftigsten Drucksituation mich immer für so Spieler wie CR7 entscheiden würde. Weil das halt eine absolute Qualität ist. Gibt so viele Leute, die könntest du da hinstellen in so einer Drucksituation. Also jetzt, ich mach mal das Bild zu Ende damit, dass ich erschossen werde. Sagen wir mal WM-Finale oder so. Ne? Gibt's genügend Leute, die halt auch schon unter dem Druck zusammengebrochen sind, ne? Das ist halt schon eine krasse Qualität, ey. Nee, aber ja, bitte für Barca, machen wir einen Haken dran. Tut weh. Ich bin ganz glücklich, dass ich Mukiele Showdown abgeschlossen habe auf der RTG. Das war mein emotionaler Beitrag zu dem Spiel. Ansonsten war es mir relativ egal. Ich muss fairerweise sagen, ich bin in dem Spiel aber schon tendenziell eher für Barcelona gewesen. Und ich sage euch auch warum. Zwei Gründe. Grund Nummer eins: Ich will nicht, dass die Chance sich erhöht, dass Mbappé irgendwie doch noch auf den Gedanken kommt und sich so denkt, ach du, in PSG bleiben ist ja eigentlich entspannt. Ich bin hier in Paris, bin in meinem Land, wo ich aufgewachsen bin, komme konstant hier so Richtung Champions League Halbfinale oder vielleicht ins Finale, dann kann ich auch hier bleiben. Deshalb wäre ich da eher für Barca gewesen, dass dann vielleicht so dieser Reality-Check eintritt, dass sich Mbappé so denkt, so ja, Bruder, mit PSG geht halt wirklich nicht. Ich habe wirklich brutale Angst davor, dass PSG ins Champions League-Finale kommt und sich dann Mbappé denkt, ja gut, dann bleibe ich doch nochmal. Das wäre halt scheiße. Und mein zweiter Grund, warum ich für Barcelona war, Digga, Ousmane Dembélé ist ja ein... Alter, holy shit. Ist das eine Fitnessau? Ohne Spaß, ist das eine Fitnessau? Der hat mich geknallt, wirklich. Der hat mich geknallt. Der jubelt im Hinspiel nach dem Tor. Im Rückspiel macht er nochmal ein Tor und lacht dann da einfach. Ist das gottlos, Alter. Das ist gottlos. Und wartet ab, was passiert, wenn der gegen Dortmund spielt. Ohne Spaß. Emre Can, du hast eine Aufgabe. Und diese Aufgabe kriegt von mir die Stellenbeschreibung Hüft hoch. Nee, Spaß beiseite, aber da dachte ich mir auch so ein bisschen wild. Also, ich sag dir ehrlich, meine Meinung jetzt. Wenn ich ein Fußballspieler wäre, würde ich, glaube ich, als Zeichen des Respekts nicht gegen meinen Ex-Verein jubeln. Es kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen darauf an, wie lange ist das her? Plus, was war das jetzt für ein Tor? Aber wenn ich, also, um mal kurz zu Ende zu machen. Wenn ich, meine Meinung jetzt, angenommen, 7 Jahre, nachdem ich nochmal zum 25. Mal gegen meinen Ex-Verein spiele, in der 7. Saison danach, mache ich ein richtig geiles Tor und freue mich halt. Ey, wem kann man es verübeln? Also würdet ihr das dann schlimm finden? Juckt mich gar nicht. Also würde ich absolut nicht schlimm finden. Aber als Dembélé, so ein paar Monate nachdem man Barca verlassen hat, Bro, ist ein Brett. Digga, das ist der Verein, der über 100 Millionen für dich hingelegt hat, der dich dazu bewegt hat, dich bei Dortmund rauszustreiken, weil der dich unbedingt haben wollte, der mit diesem Fehlinvestment, weil du absolut über den Großteil deines Daseins kein sportlicher Mehrwert warst, sich in den finanziellen Ruin selber reingeschaufelt hat und dich immer wieder aufgebaut und supportet hast, als du zum 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Mal verletzt warst. Bro, wenn du dann gehst und gegen die jubelst, als hättest du gerade gegen einen Verein getroffen, den du auf den Tod nicht leiden kannst, bist du menschlich Abfall. Sag ich so, wie es ist. Dann bist du menschlich Abfall. Real Talk. Ich finde, das kann man sich in dem Moment klemmen. Also das finde ich respektlos, ohne Spaß. Ich find's wirklich respektlos. Wenn der Wechsel 3 Jahre her ist oder so, kommt auch immer natürlich auf die Umstände an. Aber das ist schon krass. Vor allem, wenn man halt bedenkt, also das ist jetzt nur meine Meinung, aber wäre ich Ousmane Dembélé, würde ich mich ja schämen, wie viel Kohle ein Fußballverein für mich angezündet hat. Klar, durch einen Großteil seiner Verletzungen
konnte er ja auch nichts dafür. So, der hat ja nicht geplant, sich zu verletzen. Aber man hat natürlich auch immer wieder gehört, dass er jetzt nicht so der motivierteste war, was Training angeht und so. Und, ey, keine Ahnung, ich finde, dann hat einfach ein bisschen was mit Respekt zu tun, so. Kein Plan. Fand ich irgendwie so ein bisschen, naja, hast du schon recht, aber wenn ich es nicht mein eigener Verein ist, enjoy ich sowas irgendwie trotzdem immer. Ja, natürlich, weil es einfach eine lustige Story ist. Was meinst du, wie krass ich das gestern enjoyed habe? Ich habe ja mit Barcelona und PSG absolut gar nichts zu tun. Ich fand es brutal lustig, bin ich ehrlich. Dann müssen wir jetzt mal zu Dortmund gegen Atletico. Meine lieben Borussen, Glückwunsch, stark gespielt. Es tut immer weh, das als Schalker zu sagen, sage ich euch ehrlich. Ich bin ja anders als mein Call ist. Ich finde, dieses international müssen die Deutschen zusammenhalten. Ihr kennt meine Meinung dazu. Ich finde, das ist richtig small dick energy. Ich bin Schalke-Fan und ich werde nicht meine kompletten Prinzipien über den Haufen werfen, nur weil Dortmund auf einmal in einem anderen Wettbewerb international spielt. Ich gönne euch den Dreck unter den Fingernägeln nicht. Ja, Bro, weil ich Schalke-Fan bin. Obviously, also das ist meine Meinung so, keine Ahnung. Ich halte von diesem international, sind wir eine Bande und dann kuscheln wir da zusammen und alles schön so. Ich persönlich halte da nichts von, aber am Ende des Tages muss es jeder für sich selber wissen. Ich bin auch ein verbitterter Schalke-Fan, der mit dem europäischen Top-Fußball abgeschlossen hat. Mein Verein wird in dem Wettbewerb sowieso nie wieder spielen. So. Lasst mich verbittert sein. Ich bin sauer, so ist wie es ist. Aber brutal gespielt. Vollkommen verdient weitergekommen. Und meiner Meinung nach auch ein ganz schönes. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel gestern so ein kleiner Steh-auf-Moment von Dortmund war. Weil die Saison ist ja scheiße. Die Saison macht ja als Dortmunder wirklich gar keinen Bock. So, ne? Du hast halt, Leverkusen macht das, was du seit 10 Jahren eigentlich machen wolltest. Und dann halt auch noch in einer Form, die wirklich seinesgleichen sucht. Und wahrscheinlich auch erstmal seinesgleichen nicht finden wird. Dann hast du zwar einen Sieg auswärts in der Allianz Arena, nach 10 Jahren mal wieder. Und das will ich jetzt Dortmund-Fans gar nicht wegnehmen. Siege in München immer feiern. Egal wie es ist. Aber es war halt leider mit Abstand der irrelevanteste Sieg, den du in den letzten 10 Jahren gefühlt gegen München holen konntest. Ist ja nun mal ein Fakt. Also du hast dir ja wirklich die Saison ausgesucht, wo ein Sieg in der Allianz Arena dir am wenigsten bringt. In Gesamtkontext, Meisterschaftsrennen. Ne? Einer schreibt es gerade rein, hätte nicht unwichtiger sein können. Und dann bist du im Pokal rausgeflogen. Dann hast du einfach dieses Jahr mit sowohl Stuttgart als auch Leipzig, als auch natürlich Leverkusen und meiner Meinung nach immer noch Bayern halt einfach zu viele Mannschaften, die besseren Fußball als du spielen. Und du hast halt zu viele Mannschaften. Und ich glaube, das ist so der größte Kritikpunkt auch an der Dortmunder Saison dieses Jahr. Und auch an den Dortmunder Spielern. Ich glaube, da werden jetzt sogar ein paar Dortmund-Fans mir mal hier als Schalker einen kleinen Plus 1 geben. Ich glaube, das große Problem ist, wenn du dir den Dortmund-Kader diese Saison anguckst, dass du zu wenig Spieler hast, wo du dir was vorstellen kannst. Du guckst dir den RB Leipzig-Kader an, du denkst dir, ja Mann, Openda, gib dem ein, zwei Jahre, Brett. Du guckst nach Leverkusen, halber Kaderbrett. Du guckst nach Stuttgart, denkst dir, ja Mann, Alter, gib dem Führich nochmal so eine Saison, wenn wir den unterfalten. So, und du hast halt bei Dortmund, guckst dir den Kader an und denkst dir, ja gut, irgendwie so unsere ganz jungen Spieler, die wir da geholt haben, also zum Beispiel so Schlotterbeck und Adeyemi, das sind jetzt irgendwie auch nicht die Spieler, die das Potenzial bis jetzt ausschöpfen konnten, mit denen wir mal vor 2-3 Jahren gerechnet haben. Und dann hast du da halt so viele Leute im Kader rumrennen, wo du halt einfach mittlerweile gesehen hast, wo ungefähr das Limit ist. Plus die jungen Spieler, wo du eigentlich diese richtig geile Fantasie haben könntest. Beino Gittens, Duranville, die waren halt auch einfach krass verletzungsanfällig so. Ich glaube, das Spiel gestern, und deshalb habe ich jetzt so eine lange Einleitung gewählt, ist neben dem Einzug ins Halbfinale der Champions League, was eine unfassbare Leistung ist, ein Wendepunkt gewesen, wo man sich wieder was vorstellen kann. Man hat gesehen, was Sabitzer an einem guten Tag machen kann, was in dieser Saison auch noch nicht häufig der Fall war. Ich glaube, man kann sich so sehr gut vorstellen, ey, gib dem Sabitzer nochmal ein zweites Jahr in Dortmund, wenn er zu so einer Führungsrolle da zusammenreift, und gib dem vielleicht nochmal einen geilen Partner im Mittelfeld, dann könnte das vielleicht nochmal geil nach oben gehen. Plus, du sammelst natürlich Argumente und Geld für deinen mit Abstand wichtigsten Spieler für die neue Saison. Borussia Dortmund muss all in gehen in Marzen. Der Typ ist so ein Nimm die Kohle in die Hand, musst du machen. Der Typ ist so gut einfach. Da würde ich wirklich alles in Bewegung setzen, dass ich jetzt die Champions League Kohle da irgendwie rein investiere und einfach vielleicht durch so ein Champions League Halbfinal oder, ne,
ja noch nichts zu Ende erzählt. Ein Finaleinzug, ich würde die Kohle halt wirklich dafür nutzen, um da komplett reinzugehen. Weil da, also du brauchst halt wieder Spieler, deshalb auch nochmal diese lange Einleitung. Du brauchst halt wieder Spieler, wo die Fans sich, glaube ich, so eine Entwicklung vorstellen können und wo man sich denkt so, ja, Mann, Alter, boah, wenn nur ein, zwei Jahre noch vergehen, wie krass der sein könnte. Meiner Meinung nach ist halt Marzen genau so ein Spieler, weil, also meiner Meinung nach ist, wenn du dir Marzen anschaust, was der jetzt in jungem Alter macht, das ist seine erste richtige Saison und es ist auch nur eine Halbserie, wo der so das komplette Vertrauen bekommt. Meine Meinung, Marzen ist sky is the limit, ohne Spaß. Klar, kann sein, dass die Entwicklung stockt und der am Ende nur ein sehr guter oder nur ein guter Linksverteidiger wird. Aber wenn du mich jetzt fragst, Broski, hältst du es für möglich, dass wir in 3 Jahren bei Marzen über einen der besten Linksverteidiger der Welt sprechen? Dann sage ich, ja klar, halte ich für möglich. Die Anlagen hat er, würde ich ehrlicherweise sagen. Und dementsprechend, wenn man das irgendwie hinbekommt, würde ich da reingehen. Ja, ansonsten, brutales Spiel von Dortmund einfach, ne? Also ich muss sagen, ich habe Atletico Madrid ganz, ganz anders eingeschätzt. Also ich fand Atletico wirklich brutal scheiße. Soll jetzt gar nicht die Leistung von Dortmund irgendwie schlecht reden, aber ich fand Atletico gestern ganz, ganz komisch. Also man hat gesehen, was sie machen wollten, hatten ja auch direkt nach 3 Minuten so einen super gefährlichen Konter von Morata, wo der den Ball da ganz knapp am Tor vorbeilupft. Aber ich fand ich habe in all den Jahren, die ich Atletico Madrid in K.O.-Spielen in der Champions League begleitet habe, ich habe die, glaube ich, mit einer Ausnahme noch nie so schlecht gesehen defensiv. Und das war, wenn Cristiano Ronaldo mit Atletico in Rückspielen gemacht hat, worauf der gerade auch immer Lust hatte. Also das fand ich schon sehr wild, wie... Also fühlt ihr meinen Punkt? Ich fand Dortmund wirklich krass, aber Atletico sah einfach nicht aus wie Atletico. Wenn du Atletico in den letzten Jahren in der Champions League gesehen hast, sahen die immer so reif aus. Als würden die genau wissen, was die tun müssen. Und das war gestern halt so gar nicht der Fall. Atletico-Mannschaften sind immer so mit Eiern aufgetreten. Und das war irgendwie, gestern halt so gar nicht der Fall. Hatten halt dann kurz ihre 10 Minuten, wo sie da auf 2-2 wieder rangekommen sind. Aber Dortmund hat hochverdient gewonnen. Hochverdient, Junge. Ja, außer die 15 Minuten mit den Toren nichts. Absolut meine Meinung. Absolut meine Meinung, Bro. Korea muss den aber auch machen. Ja, aber darüber rede ich ja gar nicht. Also diese Offensivaktionen und diese offensiven Nadelstiche, die dann halt auch gerne in diesen K.O.-Spielen setzen, die waren ja sogar teilweise da. Da gab es nach 3 Minuten oder 4 Minuten direkt als Antwort auf die Großchance von Sabitzer, wo ich immer noch nicht verstanden habe, warum er den angenommen hat. Fand ich irgendwie ein bisschen wild, einfach Fuß reinhalten, aber danach alles richtig gemacht in dem Spiel. Gab es ja direkt als Antwort nach 3 Minuten, 4 Minuten diesen Konter mit Morata, wo der einfach ganz knapp am Keeper vorbeigelupft hat, also am Tor vorbeigelupft hat. Und dann gab es ja auch offensiv noch diese riesen zweite Chance von Korea. Ich fand die halt einfach, ich fand die defensiv ganz verrückt. Fand ich ganz, ganz verrückt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, Chelsea steht auf dem Platz. Aber ist ein anderes Thema. Ich habe wirklich gedacht, Chelsea steht auf dem Platz. So wild diese Trikots. Broski, guck dir doch mal die Spieler in der Defensive an. Das ist maximal Europa League Niveau. Ja, da sind halt ein paar Leute dabei, die einfach auch so ein bisschen bisschen die beste Zeit hinter sich haben, ne? Sabitzer ist actually das ganze Jahr krass. Das kann ich jetzt gar nicht so verifizieren, Bro, weil ich einfach zu wenig Dortmund-Spiele über 90 Minuten gucke. Aber um jetzt mal das Spiel gestern zu nennen, Sabitzer war gestern unfassbar krass. Meine bisherige Champions League-Prognose ist übrigens 0 zu 2. Also ich habe von insgesamt zwei Halbfinalisten genau 0 richtig getippt. In meiner Vorstellung sind Atletico und Barcelona weitergekommen. Das ist auf jeden Fall sehr gut gealtert. Vor allem, wisst ihr, was das Schlimme ist? Atletico Dortmund gebe ich euch alle, ne? Ich schwör's euch, ich war mir unfassbar sicher, dass Atletico Dortmund einfach aus ihrem eigenen Stadion raus ekelt. Also, da kann ich nichts sagen. Das war einfach gestern wild. Da habe ich nicht mit gerechnet. Ich dachte, Atletico ekelt da Dortmund aus dem eigenen Stadion raus. Aber wisst ihr, wo ich richtig abgefuckt bin? Ich hatte irgendwie so ein Gefühl, dass PSG gegen Barca weiterkommt. Ich kann euch nicht sagen, manchmal hat man so ein Gefühl. Und ich habe mir nochmal mein Prediction-Video angeguckt und ich habe irgendwie sowas gesagt, ja, ich glaube, PSG gewinnt das Rückspiel 2-1 und dann gibt's Elfmeterschießen und da kommt dann Barca weiter. Ich hatte irgendwie schon so ein Gefühl für PSG, keine Ahnung, Alter. Ich habe ja auch deshalb den Mukiele noch gemacht auf der RTG, weil ich irgendwie schon an PSG beliebt habe, aber ich habe dann irgendwie doch Barca gesagt. Ja, dumm, ey.
Bei den anderen beiden Spielen, ey, das wäre halt so typisch, wenn ich alle vier falsch habe. Also bei den anderen Spielen habe ich gesagt, dass, was habe ich gesagt? Bayern und Real weiterkommen. Ich glaube schon, dass wenn es nicht die rote Karte gegeben hätte, wäre Barca locker weitergekommen. Ja, das glaube ich aber auch. Die haben schon sehr, sehr gut gespielt bis dahin, auch ein sehr, sehr gutes Hinspiel gemacht.